Und damit wieder ein herzliches Willkommen zu Abzu. Wir haben in der vorherigen Folge die erste Kette aktiviert, jetzt aktivieren wir die zweite. Mal gucken, was uns da unten erwartet. Achso, das ist wieder hier so ein Ding, wo wir unser Licht abgeben. Der Drang ist einfach da, durch diesen riesen Fischschwarm da und durchzuschwimmen, ne? So, hier sehen wir alle diese Schreine, die wir schon aktiviert hatten. Okay, ich glaube, wir sind am Ende. Ich hätte das sollten vielleicht doch noch auf den Rest vom anderen machen sollen, in der anderen Folge. Er lebt der Hai. Beziehungsweise er ist als, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir die Dinger hier nennen. Lichtgeist, Mana-Geister, Meeresgeister. Ist er zurückgekehrt. Und meine Hülle ist auch wieder ganz. Also hier ist eindeutig in dem Spiel der Beweis. Es ist zwar verwirrend, man weiß noch nicht wirklich alles. Aber dieses Spiel ist eindeutig der Beweis dafür, dass man keine großartigen Worte braucht. Wir zerstören jetzt einfach hier alle Dreiecke, so. Es entsteht immer mehr Wasser überall. Ja, also, das Spiel ist der Beweis, es braucht keine großen Worte. Man ist zwar ein bisschen verwirrt, weil man nicht alles versteht, was sie von einem wollen, aber okay, beruhige dich. Steuerung. So. Und noch da hinten. Bam. Ja, ich glaube, wir kommen dem Ende vom Spiel näher.
wird nämlich gerade alles so schön. Und wir setzen die ganze Welt unter Wasser. Weil hier sind normale Bäume gerade sogar unter Wasser. Wollte man so elegant hier mit dem Hai? Bin ich jetzt zu doof, den einen da zu kriegen? Okay, wird auch Zeit. So. Weiter geht's. Mit unserem Fischschwarm und dem Haigeist. Geisthai, was auch immer. Der wird schwer, weil ich das nicht wirklich viel geübt habe hier. So. Und die Unterwasserwelt kämpft sich durch die Technologie oder was auch immer. Und wir bekommen immer mehr Wasser. Machen sogar Wale Luftsprünge. Oh mein Gott. Was für ein Erlebnis hier gerade. Oh. So, den Eingang zu finden. Üben wir nochmal. Aber sonst war das schon nicht schlecht. Und sogar das Hauptauge besiegen wir. Die Natur nimmt sich ihr Land zurück und besiegt somit die Technologie. Ich glaube, das soll es ein bisschen ausstrahlen. Ist natürlich aber auch nur meine Theorie. Aber die Theorie gefällt mir, um ehrlich zu sein.
Schnitt. Absu. Ja, es scheint ganz so, als hätten wir das Spiel beendet. Dieses... Oh, man kann hier im Endscreen noch rumschwimmen. Ich hänge am großen weißen Hai gerade. Nicht. So. Also ja, wie gesagt, das Spiel, also ich find's grandios. Irgendwie hat wirklich was Schönes. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Also, falls mich irgendjemand sieht, freut mich für dich. Ich sehe mich nicht. Ja. Ja, es ist jetzt nicht das größte Spiel, aber sehr schön anzusehen und ah, da bin ich. Seh mich. Hier bin ich. Ja, wie gesagt, sehr schön irgendwie anzusehen. Und ja. Es macht auch Spaß, irgendwie die Unterwasserwelt so zu erkunden. Und wie ich schon gesagt habe, irgendwie braucht man nicht viel, ne, um ein gutes Spiel zu machen. Kein Gerät, also es kriegst ja nicht wirklich, was hier erklärt. Du lebst eigentlich nachher noch im Ungewissen. Du musst dir irgendwie alles selbst zusammenreimen. Was hier genau der Sinn des Spiels ist. Es gibt wahrscheinlich auch schon, also es gibt ganz sicher Erklärungen am Internet, was der Sinn des Spiels ist. Aber ich finde es toll, einfach so zu denken, dass die Natur sich gegen die Technologie durchgesetzt hat. Das finde ich toll. Wir waren zwar ein Roboter, der so gesehen auch die Technologie ist, aber wir waren auf der Seite von der Natur und das muss ich sagen, das finde ich toll. So, und somit wäre der Abspann auch vorbei. Wir drücken Options. Und dann kommt ein Schnitt. Und mit diesem Scream
also Hauptbildschirm, verabschiede ich mich dann wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis beim nächsten Let's Play. Tschüss!